Warte, fang dich ohne mich an, ne? Hi Leute! Ja, ich bin heute wieder in Hattingen bei der lieben Helene, die mir sonst immer die Wimpern macht. Und heute ist meine Cousine dran. Sie bekommt ihre Augenbrauen gebladet. Mikroblading nennt sich das. Ich hatte schon mal ein Video dazu auf meinen Kanal hochgeladen, aber da hat man es leider nicht so gut erkannt oder erkennen können. Und ja, heute wiederholen wir das und diesmal auch mit Nahaufnahme. Und die fangen jetzt schon hinten an. Das wird jetzt vorgezeichnet. Hallo. Hallo. Das ist Helene, das ist Miri. Und ja, jetzt geht's los. Bist du schon nervös? Ja. Wir zeichnen das mal vor. Du darfst den Spiegel halten. Mhm. Wer kennt diesen Dreieck? Ich. Wo hast du das gelernt? Erzähl mal. Branko Babic. Branko Babic, genau. Hallo Branko. So. Damit wird jetzt der Abstand gemessen. Vom Auge zu Auge. Dann gucken wir, dass wir ungefähr die Mitte hinkriegen. Von der Form, da sieht gleich alles so mega dick aus. Ist es aber nicht. Einmal zumachen, bitte. Also du hast eigentlich sehr schöne Augenbrauen, nur die sind halt so fein, ne? So viel Zwischenraum. Genau. Dann gucken wir mal, dass wir das ganz natürlich auch. Tut's weh? Farbe, machen die kurz drauf. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Warum? Also das ist jetzt noch nicht das Endergebnis. Oh. Ich dachte eigentlich schon, dass das das Endergebnis ist. Nein, umso länger wir die Farbe einwirken lassen, umso mehr haben wir was davon. Wie war es denn? Sehr schmerzhaft? Nein, das war in Ordnung. Ja? War okay. Cool.
Kurzhaltschmerzen. Ja, nee, das ist ein bisschen, man spürt halt, dass da was gemacht wird, aber das sind jetzt keine Schmerzen, dass man das nicht aushalten kann. Dann machen wir es ab und dann sehen wir schon das Erstergebnis. Die Nachbehandlung bitte innerhalb der nächsten 4 Wochen. Mhm. Ganz wichtig. Du darfst bitte nicht unter die Sonnenbank oder in die Sonne während des Heilungsprozesses. Das ist eben wie eine offene Wunde trotz allem. Die muss erstmal heilen und wenn die komplett geheilt ist, kannst du alles wie üblich machen. Okay. Und das hält dann? 1,5 bis 2 Jahre. Und dann muss man erst immer wieder aufrichten. Okay. Ja. Da, 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 da. Nee, nee. Gut eingetrocknet. Die Farbe wird in den nächsten 10 Tagen noch viel heller. Mhm. Also man sagt meistens 40% wird die Farbe noch heller. Nur die feinen Härchen. Total fein, die sieht man ja gar nicht. Also du siehst kaum den Unterschied. Ja. Mega. So, jetzt warten wir, bis die abheilen. Mhm. Wir sehen uns in 3 Wochen wieder. Mhm. Und dann schauen wir, wo wir noch nachstechen müssen. Mhm. Krass. Das sieht so echt aus, ne? Mhm. Also ich versuche es wirklich so natürlich wie möglich zu machen. Ich mag das nicht, wenn die Haare so perfekt nebeneinander. Weil so sind ja die Augenbrauen. Nein, so nicht, sind, ne? Die nicht. Und ich versuche wirklich jedes Haar so zu zeichnen, wie das Vorderhaar wächst oder das Hinterhaar. Das ist einfach mit verläuft. Mhm. Also du wirst jetzt nicht 2 Haare gleich sehen. Ich weiß gar nicht, wo meine Augenbrauen sind und wo das. Das siehst du erst, wenn du in gegengesetzte Richtung kämpfst. Und genau das ist halt Microblading, okay? Heftig. Das wird noch heller, ne? Das ja, klar, das dunkel. Wird auf jeden Fall noch heller. Wie sind die Preise? 350 Euro inklusive einer Nachbehandlung. Okay, das ist doch perfekt. Okay. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ich muss jetzt nochmal einen richtigen Spiegel gucken. Zufrieden? Nee. Ja. Krass, ne? Man sieht das gar nicht. Ich gucke die ganze Zeit, ne? Ich weiß nicht, wo es mal. Dann such doch mal. Suchspiel. Du musst auf jeden Fall nochmal ein Foto machen, Natalie. Ja, ja. Vorher, nachher. Weißt du überhaupt, was hier auf dich zukommt?